Servus zusammen, ich heute mal wieder draußen, etwas in der Natur unterwegs, diesmal kein Gartenvideo, mir geht's wieder gut, ich bin wieder topfit und ich wollte euch heute mal ein Messer vorstellen, das ich schon längere Zeit besitze, allerdings selten genutzt habe, warum auch immer. Auf jeden Fall ist dieses jetzt wieder aus der Versenkung aufgetaucht und ich wollte es euch mal vorstellen. Und zwar kennen wahrscheinlich viele von euch das Canadian Belt Knife vom Herrn Grohmann. Gibt es ja als Canadian Belt Knife, also Grohmann Nummer 1, Grohmann Nummer 3, Burton Trout, whatever. In Carbonstahl und in Stainless Steel. Aber hier ist mal was Besonderes. Und zwar ein Belt and Boot Knife im selben Stil, allerdings von Karl Schlieper, The Eye Brand. Steht noch drauf. Original oder Original Belt and Boot Knife, Handmade, Karl Schlieper, Solingen, Germany. Fand ich persönlich sehr geil, auch wenn ich das Grimping hier oben drauf nicht brauche. Wie gesagt, das sind Sachen, die, naja, man muss nicht drüber diskutieren, sondern einfach nur, man mag es oder man mag es nicht. Bei einigen stört es nicht, bei einigen stört es extrem. Hier ist dieses Grimping recht grob gehalten. Ich meine, abrutschen ist nicht möglich, was wohl auch bei der Griffgestaltung eigentlich wirklich gut ist. Andererseits, ich brauche es trotzdem nicht. Das ist ja für mich kein Stich, sondern ein Schneidwerkzeug und da ist das für mich echt vollkommen uninteressant. Ob ich da jetzt ein Grimping habe oder nicht, beim Schneiden rutsche ich nicht ab. Aber mal zu den Daten. Stahl ist ein Carbonstahl, ist mir allerdings vollkommen unbekannt welcher. Klingenlänge sind 10,2 cm und die Grifflänge, wenn ich das jetzt mal so nachmesse, sind wir bei 10,5 cm laut meinem Swiss Tool, Schweizer Präzision, einfach geil das Teil. Die Klingenstärke liegt bei ca. 3 mm. Hat einen leicht balligen Anschliff, also schon in Art eines Saber Grinds ausgeführt. Allerdings nicht wie beim Grohmann selbst, beim Original, als flach, sondern leicht ballig ausgeführt. Finde ich ja auch übelst geil. Also Schneideigenschaften sind total toll. Ich habe hier auch mal ein klein wenig Holz vorbereitet. Man sieht es hier, das ist Weide, also ich bin hier gerade in Flussnähe, von daher ist Weide sehr naheliegend. Die stehen hier um mich herum wie sonst was. Und ich wollte mal gucken, ob das Teil auch batonieren kann. Das habe ich nämlich mit dem Ding wirklich noch nie gemacht. Ich meine, ist jetzt kein Großholz. Mir geht es eher um kleinere Sachen, wie zum Beispiel das Holz für ein Hobo oder so. Aber hier habe ich natürlich genau wieder einen Ast getroffen. Also nicht ideal, aber mit ein bisschen Schmalz in den Armen klappt es trotzdem. Also trotz der recht dünnen Klinge sind die Spalteigenschaften doch bemerkenswert gut. Also ich kann mich da schon mit anfreunden. Für kleinere Sachen reicht's. Lebensmittel habe ich damit geschnitten, funktioniert einwandfrei. Ich hatte dank guter Pflege dann auch keine Rostansätze oder sonstiges. Also ich bin da echt mit zufrieden. Die Schneidleistung ist natürlich entsprechend. Das ist jetzt kein super genialer Slicer, aber das ist halt eher als Allround-Messer gedacht. Jetzt mal die Feathersticks. So. Wie gesagt, ist leicht ballig angeschliffen, zwar mit Primärphase, aber das macht ihm trotzdem nichts aus. Also Featherstakes gehen, ist jetzt ein bisschen was gröber, allerdings das lag jetzt an mir, das geht natürlich auch deutlich feiner. Wie man hier sehr schön sieht, auch feine Locken sind problemlos möglich. Feuer werde ich jetzt hier nicht machen, ich will nur gucken, ob es passt. Das habe ich nämlich auch noch nie ausprobiert. Feuerstahlzündung.
Wow, also trotz eines recht angeründeten Klingenrückens erstaunlich gut. Hey, ich bin begeistert. Also hatte ich nicht mitgerechnet, funktioniert aber. Da bin ich jetzt leicht geflasht und ich frage mich, warum ich das Ganze nicht schon früher benutzt habe oder früher so intensiv genutzt habe oder mal früher vorgestellt habe. Ja, da bin ich jetzt auch ein wenig perplex, dass es so gut funktioniert. Ihr habt es ja gesehen, klappt gut. Die Scheide ist ein wenig locker, aber gut, ist halt nur mal so. Trotzdem hält sie das Messer sicher. Hier eine kleine Schlaufe, wird also wirklich nur vertikal am Gürtel getragen. Wirklich damit in der Gegend herumrennen sollte man jetzt auch nicht. Aber im Normalgebrauch, wenn man also nur wirklich nur spazieren geht und nicht rennt, dann passt das. Also ich habe das Ding noch nie verloren. Gut, ich bin eher gechillt unterwegs. Aber hey, gut, wirklich gut. Ich meine, der Stil ist natürlich eigenartig, würde ich nicht sagen, sondern gewöhnungsbedürftig. Oder man muss es mögen. Der Griff, der ist relativ schmal, bietet aber dennoch eine gute Handlage. Also Handschuhgröße 9,5 bis 10. Liegt satt, schließt hier mit der Hand ab. Ich weiß, beim Extrema Ratio habe ich gemeckert, weil es da abfließt. Liegt einfach daran, dass beim ER noch ein Schlagstück hinten dran ist, welches dann ja nutzlos ist. So, hier habe ich kein Schlagstück. Hier ist es soweit okay. Für Schnitzarbeiten, Schneidarbeiten vollkommen in Ordnung. Also, da würde ich sagen, ist richtig gut. Und wenn ich jetzt wirklich mehr runterkriegen muss. Das Ding, das ist auch bissig. Das ist wohl dem balligen Anschliff geschuldet. Und es hat seinen Grund, warum ich ballige Anschliffe mag. Die sind einfach richtig, richtig geil. So, das war's auch ansonsten schon von meiner Seite. Ich werde dann jetzt mal nach Hause. Wir haben gleich 6:30. Kinder wollen was zu essen, haben zwar Ferien, also wenn sie etwas später ins Bett gehen, ist es nicht schlimm. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben und man braucht halt irgendwo eine gewisse Routine und ein paar Konstanten, an die man sich halten kann. Und deswegen mache ich mich jetzt mal nach Hause, wünsche euch einen angenehmen Tag und wir sehen uns.